Aua! Diese Woche gucken wir uns wieder ein paar Widerstände an. Aber nicht solche Widerstände hier, nee. Es geht um Widerstände in der Reihen- und in der Parallelschaltung, also bleibt dran. Gut, wir fangen dann auch direkt an. Ich habe das Arbeitsblatt nochmal hier, das erste. Bevor wir direkt durchstarten mit den Aufgaben, gehen wir nochmal hier oben diese Regeln durch. Die sind sehr wichtig. Die eine Regel, oder die ersten Regeln, die wir uns schon angeschaut haben, war zu den Widerständen in einer Reihen- und einer Parallelschaltung. Da haben wir letztes Mal uns schon mit beschäftigt. Zumindest in der Videokonferenz habe ich da nochmal Beispiele gemacht. Da gilt also in einer Reihenschaltung für den Gesamtwiderstand, der setzt sich zusammen aus den einzelnen Widerständen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Schaltung habe, ja, mache hier mal eine Spannungsquelle hin, so, und dann machen wir hier einen Widerstand R1 und hier R2. Und dann gehe ich hier lang, verbinde das wieder. Okay. Und dann sieht man hier, in der Reihenschaltung gilt eben R gesamt ist gleich R1 plus R2. Und für die Parallelschaltung stand da jetzt gerade, naja, ich mache erst nochmal eine Parallelschaltung, so. Hier haben wir R1. Hier haben wir R2 und hier geht das lang, alles klar. Und da stand dann in dem Falle 1 durch R gesamt ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. So, und jetzt überlegen wir uns nochmal, warum das so war. Das hatte ich ja schon mal angedeutet. Ich stelle mir das immer ganz gerne vor mit einem Hindernislauf, wo jetzt ganz viele Leute gleichzeitig starten und müssen irgendwo langlaufen. Und wir haben zwei Hindernisse und dann müssen zum Beispiel bei der Reihenschaltung müssen da alle dran vorbei. Wenn jetzt aber das zum Beispiel, das ist jetzt irgendeine Holzmauer oder keine Ahnung was, da können nur drei Leute drüber gleichzeitig, weil die ist nicht so breit. Und hier ist eine etwas breitere Holzmauer, da können mehr Leute drüber, ne? Das heißt quasi der Widerstand wäre dann kleiner. Ja, aber dieser Menschenstrom, da sind ja überall auf der ganzen Strecke, sind ja jetzt Menschen verteilt bei so einem Marathon, wenn man jetzt irgendwo mittendrin guckt. Mittendrin sind schon ein paar losgelaufen, ein paar sind schon wieder fast im Ziel. Aber hier muss halt immer gewartet werden. Die lassen dann immer nur eine bestimmte Menge durch, diese Widerstände. Ja? Und deshalb ist dann quasi hier der Gesamtwiderstand kann dann in dem Fall hier addiert werden. Während man jetzt sich hier das bei so einem Marathonlauf überlegt, naja, wenn ich jetzt hier loslaufe, habe ich ja entweder die Möglichkeit hier lang zu laufen oder hier lang. Das heißt, obwohl quasi zwei Widerstände hier sind, nimmt dieser Gesamtwiderstand, ne, also dieser Ersatzwiderstand von den beiden Widerständen, der nimmt ab, weil quasi die Marathonläufer, nach Hindernisläufer, die haben jetzt eine größere Auswahl, um jetzt hier irgendeinen Weg zu nehmen. Ja? Und dass der Gesamtwiderstand also jetzt hier offensichtlich abnimmt, wenn man mehrere Widerstände hat, das sieht man jetzt mathematisch nicht direkt offensichtlich hier in der Gleichung. Ja, hier oben sieht man ganz klar, wenn ich zwei Widerstände habe, ich addiere die, dann ist der Gesamtwiderstand, muss dann größer sein. Ja? Ich habe hier keine negativen Widerstände, die gibt es in dem Falle nicht, also muss das größer werden. Und hier ist das halt alles im Nenner und das ist ein bisschen komplizierter zu rechnen, aber da auch mein Appell, setzt einfach mal, denkt euch zwei Widerstände aus, macht mal und setzt das Ganze hier mal ein und dann guckt ihr, was passiert, wenn ich mir noch einen dritten Widerstand ausdenke, wird dann dieser Gesamtwiderstand hier größer oder kleiner, das könnt ihr einfach mal für euch ausrechnen. Das wussten wir schon, also die Sachen haben wir uns schon nochmal überlegt gehabt. Die stehen auch im Buch drin, die Seiten habe ich euch ja gegeben. Jetzt überlegen wir uns aber mal die nächsten zwei Sachen, die hier stehen. Ja, diese hier, das sind die Kirchhoffschen Regeln, die sogenannten.
Das habe ich gerade selber mal geschaut. Kirchhoffs Regeln, die wurden 1845 von Gustav Robert Kirchhoff formuliert. Und das sind hauptsächlich theoretische Überlegungen zur Berechnung von Strömen. Und Spannung wird nämlich dann eher das Ohmsche Gesetz angewendet. So, was sagen diese Regeln? Können wir ganz einfach mal gucken. Bei einer Reinschaltung von Widerständen gilt, die Stromstärke ist im gesamten Stromkreis gleich groß. Okay, also Reinschaltung legt überall die gleiche Stromstärke vor. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Wir nehmen wieder die Hindernisläufer, aber eine Achtung, das ist eine Analogie. Das könnten jetzt nämlich entsprechend unsere Elektronen sein. Warum ist jetzt in der Reinschaltung also die Stromstärke bei dem Widerstand gleich groß wie bei dem und hier genauso groß wie hier oben, also überall? Naja, wenn man jetzt überlegt, diese ganzen Läufer, die da unterwegs sind, die sind quasi die Elektronen und die haben ja irgendwie so als Gesamtes so eine Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, weil da die Strecke ist so voll, dass vor denen direkt noch ein anderer Läufer ist, und zwar an jedem Punkt. Ja? Überall sind alles voll mit Läufern. Man könnte jetzt auch eine andere Analogie nehmen, eine Fahrradkette oder so, ja, dass quasi alles eine Fahrradkette ist und die kommen erst weiter, wenn vor denen Platz ist. Und damit aber vor denen Platz ist, müsste der vor einem wieder gelaufen sein und der davor und so weiter. Und das Ganze wird durch die Widerstände hier aber geregelt. Ja? Also die sagen, gut, jetzt hier wird es schwieriger drüber zu kommen. Das heißt, diese gesamte Truppe hier, die wird einfach langsamer, wenn mehr Widerstände da sind. Aber trotzdem ist natürlich hier der Läufer oder das Elektron ist genauso schnell wie das hier unten, weil die kommen ja beide nicht weiter, wenn die vor allem nicht weggekommen sind. Ja? So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Jetzt gucken wir uns das gleiche an für eine Parallelschaltung. Die Zweigströme summieren sich zum Gesamtstrom. Das heißt, hier unten, gut, machen wir mal ein praktisches Beispiel. Wir haben jetzt 8 Marathonläufer, die 8 Hürdenläufer, die von Hindernisläufer, die von hier loslaufen. Und dann gehen jetzt mal 4 hier lang und 4 gehen hier lang. Und dann sieht man ja ganz klar, zusammengenommen sind das immer noch die 8 von davor. Und wenn die hier beide wieder bei der Gabelung rauskommen, dann sind die wieder vereint und dann laufen hier wieder 8 Stück lang. Ja, deshalb, der Gesamtstrom, der fließt, der ist bei einer Reihenschaltung ist der überall gleich. Bei einer Parallelschaltung muss man gucken, sobald eine Parallelschaltung passiert, teilt sich entsprechend der Strom auf. Ja, so, was ist denn jetzt mit der Spannung? Das ist eigentlich ein bisschen anders, genau andersrum. Hier nehme ich jetzt ein anderes Beispiel, dann nehme ich jetzt wieder den Wasserkreislauf. Wenn wir jetzt uns hier mal die Reinschaltung zuerst nehmen, hier oben, das ist unser Stausee, von hier fließt das Wasser los, also hier ist quasi die Quellspannung. Und jetzt fließt es weiter und hier ist quasi der erste Verbraucher, das heißt, an diesem Widerstand oder im Wasserstromkreis an diesem, da kann man ruhig einen Wasserfall einfach nehmen, ja, da verringert sich quasi die Höhe des Wassers bis auf eine bestimmte nächste neue Höhe. Und das heißt quasi hier fällt die Spannung ab. So, und jetzt fließt das Wasser weiter. Hier kommt noch ein Wasserfall. Da verringert sich wieder die Höhe des Wassers und dann fließt es auf gleicher Höhe wieder hier hinten zurück zur Quelle. Und natürlich ist klar, wenn es hier ankommt, ist es natürlich das Potenzial, also die Höhe des Wassers ist natürlich geringer als hier am Anfang. Ja? Also deshalb ist ja hier, liegt ja hier auch eine Spannung an. Genau. Aber jetzt nochmal dazu, Wasser fällt hier runter, Wasser fällt hier runter. Das heißt, hier fällt eine Spannung ab, hier fällt eine Spannung ab. Und das heißt, die Summe dieser gesamt abfallenden Spannung entspricht gerade der, die Summe der Spannung, die hier abfällt und der Spannung, die hier abfällt, entspricht gerade unserer gesamt abfallenden Spannung im Stromkreis und das ist entsprechend gerade die gleich groß wie die Quellspannung, die hier anliegt. Die nenne ich jetzt einfach mal U Quell. So, und jetzt gucken wir uns nochmal hier die Parallelschaltung an mit der Spannung. Kann man sich auch wieder das mit dem Wasser vorstellen, was hier lang fließt, auf einer bestimmten Höhe, auf einem bestimmten Potenzial. Und jetzt fließt das bis hier. Und jetzt steht da, die Spannung ist hier und hier gleich groß. In allen parallelen Zweigen ist die überall gleich groß.
Naja, warum ist das so? Naja, das Wasser fällt ja in jedem Falle von der gleichen Höhe, fängt es an runterzufallen. Und was sich dann hier nur noch ändert, ist quasi die Stromstärke. Ja, also hier ändert sich ja die Stromstärke, das haben wir ja davor schon gesagt. Und die Spannung, die bleibt aber hier bei beiden Fällen gleich. So, machen wir weiter mit den Aufgaben. Also hier unten die. Berechne den Ersatzwiderstand für die abgebildeten Schaltungen. Naja, schreibe ich mal hin. Erstens, R Ersatz ist gleich, das ist eine Reihenschaltung, die erste, also R1 plus R2 ist gleich 150 Ohm. So, zweitens, da liegt eine Parallelschaltung vor, da steht gerade 1 durch, hier steht jetzt R Gesamt, aber man kann es jetzt auch R Ersatz nehmen, weil es ist ja in dem Falle ein Ersatzwiderstand, also 1 durch R Ersatz ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2, schreibe ich jetzt einfach nur hin, 1 durch 50 Ohm plus 1 durch 100 Ohm. So, dann kann man sich jetzt zum Beispiel einen Taschenrechner zücken, kann man dann 1 geteilt durch 50 plus 1 geteilt durch 100 rechnen, da kommt 0,03. Achtung auf die Einheiten, 1 durch Ohm raus. Und jetzt muss man quasi das Ganze nur noch nach R-Ersatz umstellen. Also rechne ich mal R-Ersatz und geteilt durch 0,031 durch Ohm. Ja, mal noch so einen Strich, damit klar ist, was passiert. So, das heißt, ich muss 1 durch 0,03 und da kommt 33,3 raus. Das heißt, R-Ersatz ist gleich 33,3 Ohm. Jetzt haben wir hier durch 1 durch Ohm geteilt, ne? Also hier auch, und deshalb steht das Ohm jetzt wieder oben. Gut, dritte Aufgabe, das war jetzt schon die erste schwierigere. Wir haben hier das Phänomen, dass wir hier oben eine Reihenschaltung haben. Eine Reihenschaltung und insgesamt ist eine Parallelschaltung. Wie geht man da vor? Naja, man fängt an und denkt sich, naja gut, ich kann ja für hier oben die beiden zusammen in der Reihenschaltung einen Ersatzwiderstand aufstellen. Ja, also das zusammen, ich schreibe das jetzt einfach mal hier hin, ist gleich 60 Ohm. Ja, ist ja eine Reihenschaltung. Und das heißt, in dieser Schaltung habe ich jetzt quasi meinen Ersatzwiderstand von 60 Ohm hier oben und hier unten den R3, der hat auch 60 Ohm. Und dann gilt drittens R1 durch R-Ersatz ist gleich 1 durch 60 Ohm plus 1 durch 60 Ohm ist gleich 2 durch 60 Ohm. Na, jetzt müssen wir eigentlich wieder 1 durch 2 Sechzigstel teilen. Oder 1 durch 1 Dreißigstel teilen. Moment. So, ja genau, macht irgendwie Sinn. Da kommt also 30 raus. Ja? Also R-Ersatz ist gleich 30 Ohm. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz an, was heißt das jetzt eigentlich? Also, das heißt quasi, für ein Elektron, was jetzt von hier kommt und nach hier läuft, ist in diesem gesamten System hier, was da verschaltet ist, liegt ein Widerstand vor, der quasi im Prinzip 30 Ohm entspricht. Ja? So, gehen wir hier hin. Hier wird es noch komplizierter, deutlich komplizierter. Was können wir machen? Wir können hier zuerst mal wieder aufstellen, wie hier der Ersatzwiderstand dieser Reihenschaltung ist. Das ist dann
ist gleich 150 Ohm. Dann haben wir da schon mal einen Ersatzwiderstand. So, jetzt haben wir hier eine Reihenschaltung und das ist auch eine Reihenschaltung. Und hier ist eine, na Quatsch, das ist eine Parallelschaltung, das ist eine Parallelschaltung. Das erste, was wir jetzt machen müssen, ist von der Parallelschaltung den Ersatzwiderstand zu bestimmen. Jetzt ist das hier 2x50 Ohm. Ich mache das hier mal als Nebenrechnung. Also, ja, fehlt es viertens bei der Aufgabe, ich meine es viertens. Viertens, so, für die beiden hier gucken wir mal, 1 durch R Ersatz ist gleich 1 durch 50 Ohm plus 1 durch 50 Ohm. Ja, also 2 durch 50 Ohm. Daraus folgt für diesen Ersatzwiderstand hier, Achtung, das hier ist ja R2 und das ist R4, das heißt, ich nenne den jetzt mal R-Ersatz 2, 4. Naja, können wir wieder umstellen. Müssen wir im Prinzip 1 durch 2 Fünfzigstel rechnen. Da kommt dann raus 25 Ohm. Also R-Ersatz 2, 4 ist gleich 25 Ohm. So, das mache ich jetzt mal hier für die beiden. Das ist also der Ersatzwiderstand. Ist gleich 25 Ohm. So, jetzt kann man weiter gucken. Jetzt habe ich quasi mit diesem Ersatzwiderstand 25 Ohm und diesem 50 Ohm Widerstand eine Reihenschaltung vorliegen. Hier ist also der Gesamtwiderstand in dieser Reihenschaltung dann 50 plus 25 Ohm, also 75 Ohm. So, jetzt muss man genau überlegen, was liegt denn jetzt vor? Jetzt habe ich quasi das hier runtergebrochen auf 75 Ohm als Ersatzwiderstand. Hier unten habe ich meine 100 Ohm vorliegen. Das ist eine Parallelschaltung, aber aufpassen, das ist jetzt eine Parallelschaltung zusammen mit dem Zweig von hier oben. Ja, weil die fangen ja alle hier an, gehen dann da lang und da zurück. Das heißt, wir haben eine Dreifach-Parallelschaltung. Und in diesem gesamten System gilt dann 1 durch R. Ersatz Gesamt. Ja, ist ein bisschen verwirrend, was ich da in Index schreibe. Überlegt euch da selber was. Also ich rede jetzt einfach von diesem, von allen, den Widerstand könnte man jetzt auch wie in der Formel hier oben R Gesamt nennen. Ja. Aber jetzt habe ich es so gemacht und das ist gleich, naja, 1 durch 100 Ohm, also 1 durch R1. Ich schreibe das lieber nochmal so hin. 1 durch R1 plus 1 durch, naja, diese, ich mach's doch, Augenblick, schreib's doch direkt hin für die anderen, weil da habe ich jetzt keine Bezeichnung gegeben. Also diese 75 Ohm entsprechen ja jetzt quasi hier diesem Zweig, also 1 durch 75 Ohm und hier unten der Zweig 150 Ohm, also plus 1 durch 150 Ohm und R1 war ja jetzt gerade 100 Ohm. Kann man also ausrechnen. 1 durch 100, man nimmt wieder einen Taschenrechner, 1 durch 100 plus 1 durch 75 plus 1 durch 150, da kommt dann 3 Hundertstel raus, also ist gleich 3 Hundertstel, Achtung, das oben wieder ein Nenner, und diese 3 Hundertstel, das ist ja gerade 0,03. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder umstelle, so wie hier, dann weiß ich, da kommt auch wieder für einen Ersatzwiderstand Gesamt, R Ersatz Gesamt, kommt auch wieder gerade 33,3 Ohm raus. So geht das also. So, wir machen weiter im Programm mit hier unten den Aufgaben, also mit denen aus dem Buch. Seite 91, 1 bis 3 und die Nummer 5. Fangen an mit Nummer 1. Da haben wir also jetzt Widerstände, drei Stück, R1, R2 und R3. Das kann man ja vielleicht auch nochmal hinschreiben. Also gegeben, R1 ist gleich 100 Ohm, R2 ist gleich 150 Ohm, R3 ist gleich 500 Ohm. Okay. Außerdem haben wir, wissen wir, die sind parallel an 100 Volt angeschlossen, also wissen wir auch noch, U ist gleich 100 Volt,
Und jetzt sollen wir in der ersten Aufgabe den Gesamtwiderstand berechnen. Wie macht man das? Kennen wir, haben wir eben gemacht. Wir haben ja die Gleichung 1 durch R Gesamt ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3. Oder, wie man es auch aufschreiben kann, ne, man könnte das jetzt einfach umformen, könnte ich auch schreiben, R Gesamt ist gleich, also quasi ich teile durch die gesamte Seite rechts, geteilt durch 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3, 3, und ich rechne mal R Gesamt. Ja, steht da also, wenn ich jetzt auch die Einheiten dann schon einsetze, R Gesamt ist gleich 1 durch 100 plus 1 durch 150, jetzt muss ich das oben immer hinschreiben, 150 Ohm plus 1 durch 500 Ohm. Und da kommt dann gerade 53,57 Ohm raus. Okay, nächste Aufgabe. Da sollen wir die Stromstärke der Zuleitung bestimmen. Wie geht man davor? Naja, überlegen erstmal, wir haben also ja eine Parallelschaltung gegeben. Was passiert denn mit der Stromstärke in einer Parallelschaltung? Dafür gucken wir uns nochmal das andere Bild hier an, was wir da gesagt haben. Parallelschaltung. Wir haben gesagt, die Ströme, wenn die hier an so eine Gabelung kommen, die teilen sich auf, ne? Quasi die Hindernisläufe, ein paar gehen nach hier, ein paar gehen nach hier. Wie viele wohin gehen, hängt vom jeweiligen Widerstand ab, der da ist. Ne? Größerer Widerstand heißt logischerweise, was meint ihr? Richtig, höherer Widerstand heißt, da laufen weniger lang, ja? Oder es dauert länger. Das heißt, so kann man sich das überlegen. Also wissen, die Ströme teilen sich auf. Die Spannung war ja hier gleich, das wissen wir auch bei den Dingern. Das heißt, wir haben uns eben gerade schon angeschaut, die Gesamtspannung ist 100 Volt. Also die Spannung jeweils in diesen Zweigen ist dann auch 100 Volt. Und dann muss man jetzt nur noch das Ohmsche, ich mache hier mal eine A hin, hier eine B, Ohmsche Gesetz verwenden, da wissen wir ja, für die Stromstärke gilt I ist gleich U durch R. Naja, und jetzt hatten wir die Parallelschaltung, das heißt, die Spannung ist immer gleich, ist immer unsere 100 Volt. Was ändert sich? Na, der Widerstand ändert sich und je nachdem, was für ein Widerstand vorliegt, ändert sich die Stromstärke. Also kann ich jetzt einfach mal einen Index N hier bei meinem Widerstand hinschreiben und bei meiner Stromstärke. Und dann schreibe ich hier hin, N ist gleich 1, 2, 3. Ne? Und dann kann man jetzt quasi R1, R2, R3 kann man jeweils einsetzen, dann kriegt man dann I1, 2 und 3 raus. So könnte man das also machen. Ich mache das jetzt mal beispielhaft. Also für I1 stand dann da, sagen wir 100 Volt geteilt durch 100 Ohm ist gleich, naja, ist 1 Volt durch Ohm. Oder, ne, Volt durch Ohm ist ja nichts anderes als 1 Ampere. Genau. So, wie geht das bei den anderen beiden? Selbes Verfahren, 100, also I2 ist gleich 100 Volt durch 150 Ohm, I3 ist gleich 100 Volt durch 500 Ohm ist gleich 0, na, mal runden wir mal 0,67 Ampere ungefähr. Und also ne, 0,6 Periode 6 eigentlich. Und hier 1 durch 500, das ist 0,2 Ampere. So. Das war auch schon die ganze Aufgabe. So, für die nächste Aufgabe. In einer Parallelschaltung von zwei Widerständen fließt in der Zuleitung ein Strom von 0,5 Ampere und in einem Zweig ein Strom von 0,3 Ampere. Wie groß ist der Widerstand im anderen Zweig, wenn die Quelle 100 Volt hat? Naja, können wir uns kurz nochmal aufzeichnen. Haben hier unsere Parallelschaltung und in der Zuleitung, also hier links, da fließen jetzt 0,5 Ampere und jetzt im einen Zweig fließen 0,3 Ampere
Und hier machen wir ein Fragezeichen hin. Wie viel Ampere da fließen, wissen wir ja noch nicht genau. Können wir uns aber gleich überlegen. Und jetzt kann man sich noch überlegen, beziehungsweise die Frage ist ja, wie groß der Widerstand in diesem Zweig hier ist. Erste, was wir machen, ist zu überlegen, Kirchhoffsche Regeln. Aha, Strom teilt sich auf an der Gabelung. 0,5 Ampere habe ich, 0,3 Ampere gehen hier lang. Naja, dann sind halt hier unten, das sind dann halt 0,2 Ampere. Ich schreibe es vielleicht nochmal drunter, 0,2 Ampere. Das ist das Erste, was man sich überlegen kann. Und jetzt weiß ich, bei einer Parallelschaltung habe ich hier oben 100 Volt und hier auch 100 Volt. Ja, also 100 Volt waren ja gegeben und die bei der Parallelschaltung ändert sich ja die Spannung in den jeweiligen Zweigen nicht. Das ist ja unsere Konstante. Und jetzt habe ich hier bei dem Zweig, wo ich den Widerstand suche, ne, also da fehlt mir jetzt nur noch der Widerstand. Und dafür habe ich das ohmsche Gesetz. Ich weiß, es gilt U ist gleich R mal I. Guck mir den Zweig an. R ist gesucht. Stelle ich die Gleichung um, geteilt durch I. Also U durch I ist gleich R. Und U durch I ist in dem Fall unsere 100 Volt, die überall gegeben sind, geteilt durch die 0,2, die durch diese Leitung fließen, 0,2 Ampere. 100 geteilt durch 0,2, 500 kommt daraus. Ja? Also 500, na, das ist für eine Einheit, Volt durch Ampere, oder? Ne? R ist Widerstand, also 500 Ohm. So, und das war auch schon die ganze Aufgabe. Jetzt zur nächsten Aufgabe. Da geht es jetzt darum, ich lese es vielleicht auch nochmal vor, welche Stromstärke stellt sich in einer Reihenschaltung von drei Einzelwiderständen, 20 Ohm, 30 Ohm und 50 Ohm, bei einer Quellspannung von 200 Volt ein. Gut, also wir haben eine Reihenschaltung. Hier ist unsere Quellspannung, da liegen 200 Volt an. So, hier habe ich einen Widerstand, hier habe ich einen Widerstand und hier habe ich einen Widerstand. R1, R2, R3 und die sind gerade 20 Ohm, 30 Ohm und 40 Ohm. Naja, dafür brauche ich jetzt zuerst erstmal den Gesamtwiderstand, also den Ersatzwiderstand hier. Ne, R Gesamt ist gleich 20 Ohm plus 30 Ohm plus 40 Ohm und, ach 40 Ohm, Quatsch, 50 Ohm muss hier stehen, danke. Also 50 Ohm und dann steht hier 20 Ohm plus 30 Ohm plus 50 Ohm. Ne, Reihenschaltung addiert sich nach Kirchhoff und dann haben wir hier 100 Ohm vorliegen. Das ist dann unser Widerstand da, den wir zuerst brauchen. Und jetzt können wir uns die Stromstärke überlegen, die da gilt. Und auch hier habe ich einfach wieder das ohmsche Gesetz. Also U ist gleich R mal I. Jetzt nehme ich, ich suche ja die Gesamtstromstärke. Das heißt U Gesamt ist gleich R Gesamt mal I Gesamt. I will ich rausfinden, also schreibe ich hin I Gesamt ist gleich U Gesamt durch R Gesamt. U Gesamt waren die 200 Volt. R-Gesamt haben wir uns da oben berechnet, 100 Ohm. 100 Ohm kommt einfach 2 Ampere raus. Das ist die Aufgabe A. So, in der B wollen Sie jetzt wissen, wie groß sind die jeweiligen Teilspannungen. Na, jetzt muss man sich wieder überlegen, ne? Quasi erster Wasserfall, zweiter Wasserfall, dritter Wasserfall. Das heißt, hier fällt eine Spannung ab, hier fällt eine ab und hier fällt eine ab. Reihenschaltung, da ergeben die Teilspannung insgesamt zusammengenommen die Gesamtspannung. Aber wir gucken jetzt quasi die Spannung, die hier abfällt, die hier abfällt und die hier abfällt. So, dafür wissen wir jetzt aber unsere Stromstärke, die haben wir uns ja jetzt in der A berechnet und wir wissen ja auch in der Reihenschaltung, ist die Stromstärke überall gleich. Das heißt, jetzt ist die Stromstärke unsere Konstante. Das heißt, hier fließen 2 Ampere, hier fließen 2 Ampere, hier fließen 2 Ampere durch. Und ja, jetzt haben wir den Widerstand gegeben und die jeweilige Stromstärke und jetzt sieht man hier drei verschiedene Varianten, kann ich mir jeweils die Spannung, die da abfällt, berechnen, nämlich auch wieder das ohmsche Gesetz, U ist gleich R mal I, Spannung suche ich da, also das wäre jetzt U1 ist gleich R1 mal I, bei I muss ich keine 1 oder so hinschreiben, weil das ist immer I gesamt, das ist immer 2 Ampere, so und dann
wenn wir das jetzt jeweils nach E umstellen, dann habe ich quasi nach, na, ist ja schon nach U umgestellt. Hoppla, das heißt, die anderen beiden noch hinschreiben, U2 ist gleich R2 mal E, U3 ist gleich R3 mal I. Naja, und dann habe ich quasi, kriege ich immer das Doppelte raus von der von dem Widerstand, der da sich jeweils befindet. Also in dem Fall hier habe ich da 40 Volt, hier habe ich 60 Volt und hier habe ich 100 Volt. Und jetzt sieht man auch wieder, was ich eben gesagt hatte, 40 Volt plus 60 Volt plus 100 Volt, das ist insgesamt unsere Quellspannung, das sind gerade unsere 200 Volt. Und das ist unsere Aufgabe 3 gewesen. Dann habe ich jetzt euch noch aufgegeben die Aufgabe 5. Da ist jetzt mal die Rede von einer Glühlampe. Das ist eine Glühlampe, ist ja auch ein Widerstand. Und die Glühlampe hat folgende Eigenschaften. Die hat einmal U ist gleich 6 Volt, also U-Lampe. Und dann wissen wir außerdem noch die Quellspannung, also U Quell ist gleich 9 Volt. Und dann steht da noch dabei 0,4 Ampere bei der Glühlampe. Also was heißt das? Naja, das ist eigentlich die maximale Stromstärke, die durch die Glühbirne fließen darf. Also ich schreibe jetzt mal einfach I Max ist gleich 0,4 Ampere dahin. So. Und naja, was ist jetzt eigentlich die Frage? Wir sollen erstmal einen Schaltplan entwerfen und dann sollen wir jeweils die Bauteile berechnen. Was heißt das? Bauteile berechnen. Das heißt, wir suchen im Prinzip die Widerstände. Genau. Ja, jetzt hatte ich gesagt, wir suchen da die Widerstände. Warum suchen wir denn da die Widerstände? Da muss man sich jetzt noch ein paar Sachen überlegen. Vielleicht hilft es uns, wenn wir erstmal den Schaltplan zeichnen. Also, wissen wir, wir haben hier, ist unsere Quellspannung. Hier geht das lang. Hier mache ich eine Lampe hin. Das ist immer so ein Symbol. Und ja, kann ich die jetzt einfach hier mit wieder verbinden? Leuchtet die dann bei der Quellspannung von 9 Volt? Hier haben wir 6 Volt. Wir wissen ja, in der Schaltung, in der Reinschaltung zum Beispiel, addieren sich die Gesamtspannung, also die Quellspannung entspricht der Summe der Einzelspannung. Das sieht man hier schon, das passt schon nicht so ganz. Außerdem hat ja unsere Lampe, da dürfen maximal 0,4 Ampere durchfließen. So, was macht man da? Da baut man einen Vorwiderstand ein, einen sogenannten. Ja? Das heißt, der Vorwiderstand, und das ist jetzt eigentlich auch egal, ob der davor oder dahinter sitzt, den baue ich mal einfach hier hin. R vor. Hier das Bauteil, den schalte ich jetzt hier noch dazu, damit ich meine Lampe mit 6 Volt und maximal 0,4 Ampere betreiben kann. Denn was passiert jetzt, wenn ich hier noch einen Widerstand dazu schalte? In der Reinschaltung sind wir jetzt also. Ich weiß, zusätzlicher Widerstand, naja, das heißt die Summe der Widerstände entspricht meinem Gesamtwiderstand. Ja, die Glühbirne hat ja auch irgendeinen Widerstand. Das heißt, ich habe den Widerstand in meiner Reihenschaltung erhöht. So, was heißt das für meinen Stromfluss, wenn der Widerstand größer wird? Naja, der Stromfluss wird kleiner, ja, weil größerer Widerstand ist, ne? Da kann man sich auch nochmal aus der Formel hier überlegen. U ist gleich R mal I. Jetzt ist U gegeben mit 9 Volt. Und wenn ich jetzt den, ne, das ist ja, wir sind ja jetzt bei den Gesamten, also U-Gesamt ist gleich R-Gesamt mal I-Gesamt. So, wenn jetzt U mit 9 Volt gegeben ist und ich erhöhe jetzt aber den Gesamtwiderstand im System, in unserem Stromkreis, dann wird das hier größer. Naja, damit hier wieder 9 Volt rauskommt, muss die Stromstärke kleiner werden. Und die Stromstärke ist ja sowohl hier als auch hier dann die gleiche. Das ist also unsere Konstante.
Ja? Das heißt, wir können eigentlich auch schon mal uns überlegen, alles klar, hier sollen maximal 0,4 Ampere fließen und hier auch. Und so müssen wir irgendwie unseren Widerstand bauen. So, wie geht man da jetzt vor? Fangen wir einfach mal an. Gegeben und gesucht aufschreiben. Also gegeben habe ich ja im Prinzip hier oben schon gemacht. Gegeben und ja, gesucht. Schaltplan haben wir entworfen und jetzt sollen wir die Bauteile berechnen, also welche Eigenschaften die haben sollten. Also wir suchen im Prinzip hier diesen Widerstand, diesen Vorwiderstand, den ich da gebaut habe. Welche Zahl müsste da hin? Also wie viel Ohm sollte dieser Widerstand haben? Ja, also schaue ich mal hin, R vor. Mhm. So. Gut. Wie fangen wir jetzt erstmal an? Naja, wir haben jetzt die Infos hier über die Lampe, aber wir wissen eigentlich immer noch nicht, wie viel Widerstand diese Lampe hat. Kann man sich ja mal ausrechnen. Also fangen wir an zu rechnen. R Lampe und dieser Widerstand ist gleich die Spannung, die an der Lampe abfällt, also U Lampe, durch I Max. Ja, und I Max war das, das soll die Stromstärke sein, die maximal in unserem Stromkreis fließt. Ja, was schreibt man dann da hin? 6 Volt durch 0,4 Ampere maximal ist gleich 15 Ohm. Aha, da haben wir schon mal einen Zahlenwert für unsere Glühbirne. Das ist also der Widerstand aus der Glühbirne. So, und jetzt weiß ich aber auch, die Spannung, die Gesamtspannung hier in diesen 9 Volt ergeben sich aus der Spannung, die hier abfällt und der Spannung, die hier abfällt. Das heißt, ich weiß, U Gesamt ist gleich U1, das hier nennen wir mal U2, ist gleich U1 plus U2. Oder ist gleich, U ist ja immer R mal I. Und jetzt weiß ich, die Stromstärke war überall die gleiche. War überall 0,4 Ampere. Das heißt, nur der Widerstand ist ja jetzt jeweils anders. Den habe ich mir hier berechnet. Das heißt, für U1, für meine Glühbirne, schreibe es erstmal kleinschrittig hin. R Lampe mal I Max plus zweiter Widerstand, also R Vorwiderstand mal I Max. So, das kann man jetzt zum Beispiel einklammern. Na, da steht dann hier R Lampe plus R vor, Klammern, mal I Max, ist gleich U Gesamt. Das muss man jetzt erstmal sich überlegen. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder umstelle, teile ich hier geteilt durch I Max, ich schreibe hier nochmal U Gesamt hin, so, durch I Max teilen, dann steht hier U Gesamt durch I Max ist gleich R Lampe plus R vor. Jetzt rechne ich noch minus R Lampe. Und dann habe ich U Gesamt durch I Max minus R Lampe ist gleich R vor. Und da kommen wir direkt zu unserem Vorwiderstand, den wir hier brauchen, damit unsere Schaltungsbedingungen erfüllt sind. Da muss ich jetzt also nur noch die Werte einsetzen. U Gesamt ist gleich 9 Volt. I Max ist 0,4 Ampere und R Lampe haben wir uns berechnet, minus 15 Ohm, ist gleich R vor und dann kommt für R vor raus 22,5 Ohm minus 15 Ohm ist gleich 7,5 Ohm. Ja, also wir wissen jetzt, das ist das fehlende Bauteil. Müssen also einen Vorwiderstand mit 7,5 Ohm schalten, damit unsere Lampe leuchtet. Jetzt zur Aufgabe B. Welchen Nachteil hat diese Schaltung? Und dafür hat ihr ja die eine Seite schon mal durchgelesen, dass wenn man eigentlich einen Widerstand einbaut, da wird immer Wärme erzeugt. Und diese Wärmeenergie, die da erzeugt wird, die muss quasi vom Energiebetreiber, ja, von einem Kraftwerk, diese Energie muss aufgebracht werden, aber
die hat nicht den Zweck, jetzt den Raum hell zu machen oder die Glühbirne zum Leuchten zu bringen, sondern es geht hierbei nur darum, dass die Glühbirne wirklich leuchtet und diese Wärmeenergie ist quasi eigentlich, ja, für nichts. Ja? Die bringt keinem was, das heißt, das ist eigentlich Energieverschwendung mehr oder weniger in dem Sinne. Ja? Allerdings, wenn wir den Vorwiderstand nicht einbauen, dann würde die Lampe nicht mehr leuchten. Deshalb hätten wir das jetzt hier gemacht. Das war die Aufgabe. So, und dann gehen wir uns nochmal die letzte Aufgabe durch. Ich habe jetzt einfach Seite 94 auf dem Buch aufgemacht, weil da habe ich die nämlich auch her. Da haben wir also wieder so ein Schaltungssystem. Sehen wir hier, hier haben wir unsere Quellspannung, haben verschiedene Widerstände, die hier in bestimmter Weise geschaltet sind. Und haben quasi hier die Größen der Widerstände gegeben und die Quellspannung 230 Volt. 230 Volt, da müsst ihr es bei euch Klick machen, ne? Das ist wahrscheinlich Wechselspannung hier bei uns, Hausstromkreis. Ja? So, also wir können jetzt mal berechnen, was da vorliegt. Wir sollen Ersatzwiderstände, Stromstärken überall und Teilspannungen berechnen. Und das ist jetzt hier ein bisschen, gehen wir das einzeln durch, ein bisschen komplizierter. Können ja mal anfangen mit eigentlich dem einfachsten. Wir laufen hier lang, sind das Elektronen, dann biegen wir mal hier ab. Hier sehen wir, haben wir eine Reinschaltung, das heißt für den Ersatzwiderstand in der Reinschaltung gilt R1 plus R2. Das ist gerade 150 Ohm. So, jetzt können wir, laufen wir die Runde, laufen wir nach hier. Hier haben wir quasi irgendwie eine Reinschaltung und eine Parallelschaltung, aber wir fangen mal erstmal mit der Parallelschaltung an. Da weiß ich ja für in der Parallelschaltung hier R4 und 5, da gilt gerade 1 durch R4, 5 ist gleich 1 durch R4 plus 1 durch R5. So kann man sich jetzt quasi, die Größen hat man ja, kann man sich jetzt einen Ersatzwiderstand für diese Parallelschaltung berechnen. Ja, also 25 Ohm in dem Falle. So, das ist quasi mein Ersatzwiderstand hier. Und jetzt habe ich mit dem Ersatzwiderstand hier und R3 zusammengenommen ja wieder eine Reihenschaltung. Und da kann ich quasi mit dem Kirchhoffschen Gesetz, in dem Fall nicht bei Kirchhoff, sondern kann ich einfach mit dem Gesetz, was auf diesem Merkblatt steht, ja, wo man quasi bei einer Reihenschaltung die Widerstände addiert, kann ich das einfach machen und dann habe ich quasi für diesen Zweig 125 Ohm. Und dann habe ich quasi jetzt Ersatzwiderstand hier und damit kann ich jetzt in dieser großen Reihenschaltung mir den Gesamtersatzwiderstand überlegen. Ja? Das ist dann in dem Falle der linke Zweig, 1 durch den linken Zweig plus 1 durch den Widerstand vom rechten Zweig ist gleich 1 durch R gesamt. Und wenn man dann quasi die Werte, die man sich jetzt hier ausgerechnet hat, einsetzt, kommt man auf 68,2 Ohm stellvertretend für die gesamte Schaltung. So, jetzt sollen wir uns als nächstes die Stromstärken überlegen. Achtung, wir haben eine Parallelschaltung hier und wir haben eine Parallelschaltung hier. Das heißt, der Strom teilt sich irgendwie auf. Und dafür kann man sich jetzt überlegen, welcher Teil des Stroms geht denn wo lang? Ich weiß jetzt erstmal, dass bei dieser großen Parallelschaltung, da ist die Spannung hier bei diesem gesamten System, also R1 und R2, die Spannung, die von hier bis hier abfällt, ist die gleiche wie die Spannung, die von hier bis hier abfällt. Das muss jetzt erstmal ganz klar sein, weil ich ja hier quasi das als Parallelschaltung jetzt betrachte. Das hier und das. Das heißt jeweils 230 Volt. So, und den Ersatzwiderstand hier kenne ich auch. Deshalb steht dann auch hier, Stromstärke linker Teil ist gleich meine 230 Volt durch den Ersatzwiderstand von R1 und R2 zusammen. Ne? Das waren hier die 150 Volt. Das heißt, wir wissen jetzt, 1,5 Ampere fließt durch diesen Zweig. Wie sieht es denn jetzt auf der rechten Seite aus? Haben wir auch wieder unsere 230 Volt von hier bis hier. Und der Ersatzwiderstand hier von dem Gesamt, das war gerade hier 125 Ohm. Also fließen 1,8 Ampere durch diesen Zweig. So. Achtung, jetzt habe ich hier noch eine Parallelschaltung. Und da teilt sich der Strom, der quasi diesen Zweig genommen hat, nochmal auf. Was muss man dafür jetzt machen? Dafür muss man sich jetzt überlegen, R4 und R5, die sind ja in dem Fall einfach gleich groß. Dann können wir es uns einfach machen. Wenn hier 50 Ohm sind und hier 50 Ohm, dann sind die quasi als Hindernis so gesehen oder als Widerstand gesehen für die Elektronen gleich attraktiv. Da lang zu laufen, das heißt, die teilen sich gleichmäßig auf und von 1,8 Ampere, die dann, also das ist ja 1,8 Ampere, Ampere heißt ja Ladung, die pro Zeit irgendwo durchfließt, also Elektronen, die pro Zeit irgendwo durchfließen, dann fließt halt die Hälfte, fließt halt durch R4 und die andere Hälfte durch R5, deshalb steht hier dann von 1,8 Ampere jeweils die Hälfte geht durch R4, die andere durch R5. So, und
Jetzt muss man sich also nur noch eine Gesamtstromstärke überlegen. Gesamtstromstärke, das ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Das ist jetzt Kirchhoffsche Regel bei einer Parallelschaltung. Ne? Einer Zweig plus noch ein Zweig sind, also der Strom, der hier durchfließt, plus der Strom, der hier durchfließt, 1,5 Ampere plus 1,8 Ampere, sind wir bei 3,3 Ampere. So, und jetzt suchen wir noch die Teilspannung. Und für die Teilspannung wissen wir ja, bei Widerständen in der Reihenschaltung zwischen jedem Widerstand fällt eine individuelle Spannung ab. Allerdings von hier bis hier die Spannung ist natürlich die Quellspannung und von hier bis hier auch. Und das ist ja beides das Gleiche. So, das heißt, gucken wir mal, wie viel fällt jetzt bei R1 ab? Und dafür muss man jetzt ja wissen, durch diesen Zweig fließt ein Strom, linke Seite, von 1,5 Ampere. Mhm. Der fließt hier durch und der fließt hier durch. Die Spannung ist unterschiedlich bei den einzelnen Widerständen. Und lediglich ist also die Stromstärke gleich. Und deshalb kann man quasi jetzt einfach sagen, gut, U1, also die Spannung, die hier anliegt, die hier abfällt bei dem Widerstand R1, das ist jetzt gerade das Ohmsche Gesetz, U ist gleich R mal I, also 50 Ohm, ne? R1, 50 Ohm, mal der Strom, der hier durch diesen Zweig fließt, mal 1,5 Ampere. So, da kommt 75 Volt raus. 75 Volt ist also dieses Stück. So, R2, da steht jetzt 100 Ohm mal 1,5 Ampere. Und naja, wenn wir das ausrechnen, dann haben wir 150 Volt. Ja? 100 Ohm, das war hier das Bauteil. Und 1,5 Ampere, die halt eben hier wieder lang fließen. So, und jetzt für R3. Hier wissen wir, durch diesen ganzen Zweig fließen 1,8 Ampere. Also rechne ich einfach Widerstand hier. Das ist 100 Ohm mal 1,8 Ampere. Und dann komme ich an die Spannung, die an diesem Widerstand abfällt. So, Achtung. Hier teilt sich der Strom also nochmal auf. So, und jetzt zum letzten Teil, die Spannung an R4 und R5, die da jeweils abfällt. Ich finde das jetzt ein bisschen irreführend hier gemacht vom Buch, weil, also ich werde jetzt, das ist aber auch mein eigenes Buch, deshalb mache ich das jetzt für mich. Ich streiche das einfach hier durch, diese Rechnung, so. Überlegen uns das hier nochmal auf dem Zettel kurz. Wir wissen, durch R4 fließt ein Strom, das haben wir oben gesagt, von 0,9 Ampere und durch R5 ist es dasselbe. Hier, so. Also 0,9 Ampere hier durch, 0,9 Ampere hier durch. So, das heißt, mal jetzt nochmal hier hin. Moment, dass man es auch sieht. So, also hier ist R4, da gehen 0,9 Ampere lang. Und der Widerstand ist 50 Ohm. Und dann ist einfach für meine Spannung, die da abfällt, dann weiß ich einfach, U4 ist gleich R4 mal I. Und I ist 0,9 Ampere und 50 Ohm. Und dann steht da entsprechend 50 Ohm mal 0,9 Ampere ist gleich... Genau, ist gleich 45 Volt. So, und für U5 ist es genau dasselbe, ist gleich R5 mal der Strom, der da durchfließt. Also 50 Ohm mal 0,9 Ampere kommt genau das gleiche raus, kommt auch 45 Volt raus. Das Buch hat da meiner Meinung nach das nicht so geschickt gelöst. So, und jetzt zu guter Letzt, wenn wir nochmal schnell uns das hier anschauen. Wissen wir ja, wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, von hier bis hier fallen 230 Volt ab. Und hier bis hier auch. Macht ja auch logisch Sinn, ne? Weil da fällt ja die gesamte Spannung ab. Jetzt gucke ich mir das aber hier an, dann sehe ich zum Beispiel bei R1,
plus R2, das ist gerade 75 plus 150. Das ist 225 Volt, aber nicht 230. Und hier ist es 180 Volt plus, wenn ich jetzt einen Pfad gehe, Achtung, ich muss ja hier nur einen Pfad laufen, plus 45 Volt, komme ich wieder nur auf 225 Volt. Wie kommt denn das zustande? Naja, das ist einfach dem verschuldet, dass wir, oder das Buch in dem Falle gerundet hat. Ich habe das eben erst nochmal nachgerechnet. Wenn wir jetzt hier gucken, 230 Volt durch 150 Ohm beispielsweise ergibt nicht 1,5 Ampere, sondern ergibt eine Stromstärke von 1,5 Periode 3 Ampere. Ja? Und 230 durch 125 ergibt auch eine Stromstärke von 1,84 Ampere. Ja? Und wenn man mit den Werten arbeitet, dann müsste man hier ordentliche Sachen rauskriegen. So, das war es jetzt erstmal an dieser Stelle. Ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen. Guckt gerne auch im Buch. Moment. So. Guckt gerne auch im Buch euch nochmal hier das mit da rein in der Parallelschaltung an die Seite. Die ist sehr hilfreich. Und hier, das sind dieses immer, wo Streifzug steht oder so. Das sind immer nochmal interessante Themen zu dem, was wir so machen. Genau, dann wünsche ich euch was und wir sehen uns.